So, hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Deponia. Ja, nach einer klitzekleinen Pause geht es nun endlich weiter in Deponia und ich weiß schon überhaupt nicht mehr, was wir letztens gemacht haben. Also irgendwas schon mal in der Poststation, so wie wir vor der Tür stehen. Ziffernblatt. Ach ja, wir haben den Postbot haben wir da weggelockt und jetzt haben wir freien Zugang und wir müssen irgendwie unseren Funker da oben ablenken. Genau, so war das. Mal eben schauen, wie kriegen wir das denn hin? Also wir müssen die Kombination für den Safe mit Hilfe irgendwie dieses komischen Zettels da rauskriegen. Und wir müssen den Funker beschäftigen. Also es gibt nur noch zwei Systeme und zwar die aus dem Rathaus. Wie können wir die jetzt wohl betätigen? Hier ist der Fernschreiber und hier ist die Gegensprechanlage. Wie kriegen wir das hin? Wir haben noch zwei Ersatzkatzen. Wie kriegen wir das hin? Wir können ja auch mal hier schauen. Haben wir sonst noch irgendwie was? Warte mal. Kommt da eine blöde Idee? Wir können das Teil hier auswählen. Das bringt ja bis jetzt nicht viel. Können wir eine davon hier draufsetzen mal? Ja, es funktioniert. Katze auf der Tastatur. Ich wette, Ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Ja, garantiert, der wird hier jetzt wohl ein bisschen was zu tun haben da oben. So. Ansonsten die Gegensprechanlage. Ich glaube nicht, dass wir die hier irgendwie betätigen können. Nächster, bitte! Vielmehr passiert da gerade nicht. Ich habe aber in die Vermutung, was wir da wohl machen müssen. Wir haben ja wohl dann noch irgendwie oben diesen, ja, ich weiß gar nicht, Wippvogel oder was war das? Hier oben, das ist ja ein Wippvogel, aber da kommen wir nicht dran, ne Rufus? Da kommst du nicht dran, oder? Wie sieht's aus? Nee, dafür brauchen wir die Kombination. Wir haben hier diese komische Scheibe. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Ich glaube nicht, dass ihm langweilig war, Rufus. Ich glaube, er hat die Kombination so irgendwie aufgeschrieben. Aber wie kommen wir da wohl dran? Wie kommen wir da dran? Dran. Können wir die denn mit irgendwas hier im Raum benutzen? Postbot? Da sind irgendwie... Da sind doch Zahlen. Geht das vielleicht? Zufällig? Kannst du die hier... Rufus, kannst du... Ach, wir können die nicht damit benutzen, aber wir können die hier... Okay. Jetzt ist so die Frage, wie man hiermit jetzt an die eigentlichen Ziffern kommt. Wie kommt man da wohl jetzt an die Ziffern? Ist das die Endziffer oder die vordere Ziffer? Oder man kann ja nur einen vierstelligen Code eingeben. Wie kommt man da jetzt dran? Wie geht das wohl? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie man jetzt hier so an den Code kommen soll. Also das sind die Schließfächer. Der Code muss vierstellig sein. Nee, das kann auch nicht sein. Ah, wie geht das denn? Oder muss man die letzte Stelle irgendwie nehmen? Ich habe keine Ahnung. Wir können natürlich auch ein bisschen rumprobieren. Ich meine, wir haben ja jetzt etwas Zeit gerade. Ich habe die Aufnahme ja neu gestartet, also ich habe heute Zeit. Ich werde auch ein bisschen länger aufnehmen. Ich muss nur gleich dran denken, irgendwann mal die Aufnahme noch zu starten. So, also wir haben 360, 116, 245 und 469. So, und jetzt müssen wir daraus irgendwie eine Kombination kriegen. Okay, man kommt also, wenn man die vorderen Zahlen mit denen, die dahinter stehen, addiert, kommt man jeweils, hüppala, immer auf 4. So, jetzt ist bloß noch die Frage, wie hilft uns das? Also wird ja nicht 4444 sein. Oder muss man die zweite Ziffer nehmen oder die letzte?
Ach Mann, wie geht das wohl? Wie soll das wohl gehen? Sven. 1, 9. 5, 6, 7. Nee, das passt schon mal nicht. Ich habe gerade keine Ahnung. Und so, ich muss mal sagen, gerade überhaupt keine Ahnung. Wie sollen wir das denn hier hinkriegen, bitte schön? Das kann doch gar nicht gehen, oder wie soll das wohl funktionieren hier? Rufus, kannst du uns nicht irgendwie weiterhelfen? Kannst du uns nicht irgendwie was dazu sagen, oder ich weiß nicht was? Ja, Rufus, geh mal aus dem Bild. Genau. So, wie soll das gehen? Ich frage mich ernsthaft jetzt, wie geht das? Komm, wir probieren es einfach mal mit 444 aus. Klingt so einfach, könnte ja gehen. 2, 3, 4. Wieder falsch. Ja, das war es schon mal nicht, Rufus. Wenn ich das mit der mittleren, das wären 7, 4, 6. 7461 7461 7 4 6 1 Wieder falsch. Ach Mann, wie soll das gehen? Welche Ziffer muss ich da wohl benutzen? Welche Ziffer muss man da benutzen? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, das war die mittlere, jetzt ist 1 9. Also ich schreibe mir das mal kurz auf. 1, 9, 7. Und das wären 2, wenn man das addiert. 1, 9, 7, 2. Aber ich glaube auch nicht, dass es das richtig ist. 1, 9, 7 und 2. Wieder. Ja, Rufus, ich vermute mal, das ist wieder falsch. Hahaha. wie soll das aber sonst gehen, dieses Rätsel? Ach, oder... Warte mal. 3, 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. Geht doch. In the house. Und gleich ist er im Safe. Genau, jetzt sind wir im Safe. Im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Ja, Rufus, ne? Ich glaube, als Rapper solltest du es mal versuchen. So, jetzt brauchen wir hier diesen schönen VIP-Vogel. Hier ist das Funkgerät. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? So, jetzt brauchen wir Mikro und Kopfhörer und wir haben nur einen Wackelvogel. Naja, mit dem Wackelvogel können wir jetzt erstmal unseren Freund oben auf dem Dach, schätze ich mal, beschäftigen. Dass wir den schon mal loswerden. So, mal ausprobieren. Ich vermute, dass das funktionieren wird. Genau, auf die Gegensprechanlage setzen. Okay, das geht schon mal. Ach, und die gute, wie ist sie nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Die gute Lotti, genau, die Lotti. Die ist ja jetzt da auch ein bisschen beschäftigt. So, und hier ist Bürgermeister... Mikro. Ein Zufall. So, jetzt können wir noch uns das Mikro hier schnappen. Die Kopfhörer, die kriegen wir ja wohl vom Funker. Aber ich weiß nicht, wie wir den jetzt überreden sollen, dass er uns seine Kopfhörer gibt. So, Mikro haben wir. Check. Kopfhörer kommen noch. Kopfhörer sind das nächste. Danach müssen wir die Nachricht an Kletis senden. Wenn mein Namensgedächtnis mich nicht täuschen sollte. Ja, Lotti, wir wissen, der nächste ist dran, aber es gibt gar keinen nächsten. So, und mal hoch zum Horchposten. Schauen, wie das der Funker jetzt aussieht. Mein Gott, okay, der arme Kerl. Hier sind die Kopfhörer. So. Voila. Und hinab. Nach unten.
da können wir ja jetzt hoffentlich die Nachricht von Goal an Kilitis überbringen, wenn das denn geht. So, das Mikro einstecken. Fehlt nur noch der Hörer. Ja, Rufus, den hast du ja auch bereits. Und einstecken. Jetzt kann's losgehen. Genau, und jetzt kannst du ja mal telefonieren. Hallo? Ist da jemand? Hallo, Kilitis. Wird im Nordquadranten vor Mülllawinen gewarnt, die durch eine Herde marodierender... Kilitis! Komm schon. Deine Liebe ist die größte. Kilitis, Kilitis! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Kilitis. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Kilitis? Kilitis, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Ich habe Ihre Verlobte gefunden. Klar bin ich auf Deponia. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, ich hätte gerne noch ein paar Antworten. Natürlich sind wir auf Deponia. Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organon-Kreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Aber bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, ich hätte da noch gerne noch ein paar Antworten auf so ein paar offene bevor Fragen. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organon-Kreuzers verloren? War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Ja, ich glaube mal, wir gehen die doch mal systematisch durch, oder? Von oben nach unten. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. War einfach nur mal interessant. Was hat Ihre Verlobte denn an Bord des Organon-Kreuzers verloren, ne? Die gute Goal. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organon-Kreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Warum denn? War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Ja, das hört sich ja nicht so nach so gern an. Ja, und Sie beide sind wirklich verlobt? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts. Smalltalk. So und wieder zurück. Ja, immer diese Unterbrechung hier momentan. Also es geht ja gar nicht. Man wird ja ständig unterbrochen. Ich hatte es ja letztens schon in der Aufgabe. Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ja, für die Frage jetzt kommen wir schnell. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Ja, irgendwie ist es so, ne? Wenn wir nachdenken, dann gibt's nur Chaos. Also, mein Gott, ne, Kilitis, aber ist ja nicht, keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Ja, ich will mit nach Elysium. Geld? Viel Geld. Ich mache das nicht für mich, ich mache das für Goal. Keine Belohnung ist das alles wert. Ich mache das nicht für mich, ich mache das alles nur für Goal. Ich mache das nicht für mich. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe treiben wollen, dann sagen Sie es lieber offen. Also, was wollen Sie? Ich will mit nach Elysium, mehr nicht. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben.
eine Passage.